Der menschliche Organismus ist ein Entgiftungskünstler. Sämtliche Schadstoffe gelangen über den Magen, den Darm und das Blut in die Leber. Das große Organ im rechten Oberbauch ist so etwas wie die chemische Fabrik des Körpers, die auch für die Abfallentsorgung zuständig ist. Sie ist wie ein Schwamm aufgebaut und steuert zahlreiche Stoffwechselprozesse im Organismus. Die Giftstoffe werden über die Pfortader in die Leber transportiert. So gelangen die Substanzen in die Leberzellen, unter anderem die kupferschen Sternzellen. Diese Wunderwerke der Natur können unerwünschte Stoffe mit mikrobiologischen Methoden und zahlreichen Enzymen umwandeln und auf Ausscheidung programmieren. Durch sie hindurch laufen kleinste Blutgefäße und Gallengänge, an denen der Austausch der Moleküle stattfindet. Diese Gefäße und Gänge münden wieder in größere Gefäße und geben die gesammelten Schadstoffe weiter. Wasserunlösliche Überreste wandern in die Galle und dann in den Zwölffingerdarm. Hier werden sie weiter abgebaut und aufgespalten und später dann ausgeschieden. Wasserlösliche Stoffe gehen ins Blut und gelangen so in die Nieren. Sie sind die zweite wichtige Reinigungsinstanz des Körpers. Wie die Filteranlage eines Schwimmbads fangen sie Schadstoffe ab, die dann über den Harn wieder abgelassen werden.